bin der Dixi und willkommen zum ersten Video meines kleinen Tutorials, wie ich meine Videos denn aufnehme. Ich mache, wie gesagt, alles über Tablets bzw. über Handy ohne Computer und das läuft eigentlich ganz gut. Und ich möchte euch einfach mal zeigen, die einzelnen Apps, die ich dafür benutze. Dafür muss man natürlich anfangen mit dem Screen Recorder. Und es ist dann nur mal ein Fakt, dass man Screen Recorder nicht mit einem Screen Recorder aufnehmen kann. Das funktioniert einfach nicht, das ist zu umständlich, das ist blöd, das funktioniert einfach nicht. Deswegen habe ich mich jetzt hier hingesetzt, ich habe gerade noch ein paar Minuten Zeit, das Kamera ausgepackt, aufs Stativ und das Tablet angeschmissen und da zeige ich jetzt euch einfach mal, wie das funktioniert. So, als Aufnahmesoftware benutze ich natürlich den AZ Screen Recorder. Das ist eine an sich kostenlose Software, die man dann aber noch in eine Pro-Version umwandeln kann. Funktioniert eigentlich ganz gut alles soweit und die kostet auch nicht allzu viel. Die 2,50 Euro oder 3 Euro, die das waren, haben sich auf jeden Fall gelohnt für mich. Es sind eigentlich ein paar nette Funktionen dazugekommen, die ich euch jetzt mal ganz kurz zeigen werde. So, gestartet ist die App schon und dann seht ihr hier an der Seite, ups, muss noch meine E-Zigarette weglegen, hier ist so ein kleines Dropdown-Menü. Hier oben in grün die Einstellungen, da gucken wir mal ganz schnell durch, was man hier alles machen kann. Codierer kann man einstellen, ich lasse immer den erweiterten Codierer, Default-Codierer. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was sich da ändern wird, aber mit dem erweiterten bin ich immer eigentlich ganz gut gefahren, da hatte ich nie Probleme. Magischen Knopf aktivieren, unsichtbarer Knopf, der alles macht, braucht man im Endeffekt auch nicht, das tut uns nur bei der Aufnahme stören. Ganz wichtig sind die Beenden-Optionen, da kann man raussuchen, beenden durch Benachrichtigung. Ja, da sieht man dann hier oben nochmal auch so ein kleines Dropdown, wo man dann gleich nochmal löschen kann, wenn man es verkackt hat oder gleich die Aufnahme angucken kann. Rot blinkenden Punkt anzeigen, das ist die Funktion, die ich früher immer benutzt habe. Da habe ich immer so einen kleinen Punkt hier in der Ecke und der hat immer geblinkt und wenn ich da doppelt drauf getappt habe, dann hat das Video beendet. Das Problem war nur, dass ich da manchmal anscheinend aus Versehen draufgekommen bin und dann die Aufnahme vorzeitig beendet habe, obwohl ich es gar nicht wollte. Das hat mich dann im Endeffekt ganz schön angekotzt. Da hatte ich immer gedacht, Mensch, was ist denn hier los? Ist mein Handy schon wieder voll mit dem Speicherplatz oder nicht? Nein, am Ende bin ich anscheinend immer da draufgekommen und deswegen habe ich das jetzt mal rausgemacht. Deswegen machen wir immer jetzt die Aufnahme beenden mit beim Ausschalten des Bildschirms beenden. Also sprich, wenn ich die Aufnahme beendet habe, muss ich nochmal ganz kurz warten, weil das Klicken von dem Knopf, das hört man meistens. Deswegen nochmal ein paar Sekunden warten, dann draufdrücken. Und die Aufnahme ist beendet. Ganz einfach. So, dann schütteln kann man auch noch auswählen, aber das funktioniert nicht ganz so gut, wie ich finde. Das habe ich schon mal ausprobiert, aber ist meines Erachtens eine ganz nette Spielerei, bringt aber im Endeffekt nicht wirklich viel. Zeitlimit aktivieren könnte man auch machen, ist aber für uns auch kontraproduktiv, weil wir wollen es so lange aufnehmen, wie wir wollen. Trotzdem schön, dass es die Funktion gibt. Auflösungen seht ihr hier, man kann wirklich viele Auflösungen auswählen, 1920x1080 Full HD kann man nehmen. Ich nehme meistens die 1280x720, weil das reicht meines Erachtens auch zu von der Qualität. Wichtiger ist für mich die Bildfrequenz, die mache ich meistens auf 50, weil da wird das Bild einfach smoother, man weiß ja ab 25 Fps, was darunter liegt, tut das Auge als Ruckeln wahrnehmen und 50 Fps ist eigentlich richtig schön, das ist immer meistens butterweich. Bitrate lassen wir auch meistens auf Auto, Orientierung machen wir auch auf Auto, dass sich das Bild mitdreht, wenn wir es mal brauchen. Timelapse könnte man auch einstellen, man kann das Video verlangsamen, gleich beim Aufnehmen oder beschleunigen beim Aufnehmen, ist auch eine nette Spielerei, die wir jetzt aber für unsere Zwecke nicht brauchen. Sound aufnehmen, ja, nein, logisch und das sind Einstellungen, die man jetzt in der Pro-Version hat. Man kann Text oder Logo einfügen, was man dann hier auf dem Bildschirm verschieben kann. Man kann die Berührungen anzeigen. Das mache ich meistens, damit man sieht, wo ich gerade mit meinen Fingern rumtouche. Zeige die Kamera. Seht ihr? Hi. Kann ich hier auch verändern. Kann hinschieben, wo ich will und dann die Kameraeinstellungen. Kamera vorne. Seitenverhältnis 16:9 oder 4:3. Dann die Größe kann man noch ein bisschen anpassen, wie man möchte. Das wird sich schon so klein. Wir lassen die immer auf groß. Die Deckkraft machen wir meistens auch ganz hoch und Effekte kann man dann auch noch machen. Man könnte zum Beispiel Mono machen. Okay, seht ihr, jetzt wird es schwarz-weiß. Ist auch ganz schön gemacht. Also richtig schön viele Sachen, die man da einstellen kann. Wir machen jetzt mal die Kamera aber wieder aus. So, die Aufnahmezeit, Zeigeaufnahmedauer würde dann unten auch immer eingeblendet werden. Das braucht man auch nicht unbedingt. So, Countdown vor den Start, das spricht, wenn man startet, dass dann nochmal so ein kleiner Countdown kommt, wo man sich vorbereiten kann, wo man nochmal seine Kräfte sammeln kann, wo man sich nochmal konzentrieren kann. Und die Countdown-Länge natürlich auch einstellbar, 3 Sekunden lasse ich meistens. Und den Speicherort kann man auswählen. So, das waren die Einstellungen. Dann gehen wir hier auf Aufnehmen auf den roten. Bam, jetzt seht ihr hier, 3, 2, 1. Und los geht's. Jetzt würde ich halt natürlich anfangen zu quatschen. Benedix hier, was geht ab? Und ein neues krasses Video von mir hast du nicht gesehen. Okay, dann warte ich 3 Sekunden.
Ausmachen, Aufnahme beendet. Und jetzt sage ich mal Hi. Oh, sehe ganz schön zerstört aus. So, wenn ich das jetzt wieder anmache, gehe ich hier auf Anzeigen und da ist das Video, kannst du mir nochmal angucken. Los geht's. Jetzt würde ich halt natürlich anfangen zu quatschen. Aber nett, ich sehe, was geht ab und ein neues krasses Video von mir hast du denn nicht gesehen? Okay, dann warte ich 3 Sekunden. Na, also kann man richtig schön jetzt nochmal angucken, was man schon alles aufgenommen hat. Und dann gibt es hier noch ein Plugin, was man runterladen kann. Das habe ich jetzt leider vergessen zu machen. Da könnte man ja auch nochmal das Video bearbeiten. Man sieht hier unten, Cutten kann man, Stickers kann man schon mal einfügen, Videos verkleinern, Umwandlung in GIF kann man machen, Ersätze Audio kann man machen, extra Frames kann man einsetzen. Also das ist auch nochmal ein kostenloses Plugin, was man da zusätzlich nochmal installieren kann. Ist auch richtig krass eigentlich. Der AZ Screen Recorder reicht eigentlich schon fast völlig zu, wenn man jetzt nicht dann unbedingt nochmal ein paar spezielle Sachen möchte wie ich. Ist es eigentlich schon eine richtig krasse Software, die man da zur Verfügung hat auf Android. Das ist richtig, richtig geil. Und wie gesagt, ich habe da gerne die paar Euro ausgegeben dazu. Es hat sich für mich wirklich, wirklich gelohnt. Es gibt viele Alternativen, aber ich finde wirklich, die läuft am stabilsten. Die hat die meisten Funktionen. Die hat auf jeden Fall in der freien Version auch kein Wasserzeichen. Das ist richtig, richtig nice. Die könnt ihr euch downloaden. Und ihr seht ja unten in meiner Videobeschreibung ist immer der Link dazu. Lohnt sich auf jeden Fall, das Ding runterzuladen. So, wie gesagt, das wäre im Endeffekt der erste Schritt, den man macht, wenn ich mein Video aufnehmen möchte. Als nächstes würde dann kommen, dass ich das Video bearbeite. Da wird dann der Power Director benutzt und das werdet ihr dann beim nächsten Mal sehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst einen Kommi da. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, stellt sie mir ganz einfach, die tue ich ganz gerne beantworten. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut's da rein. Tschüss. So, das war der erste Teil meines kleinen Tutorials. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Qualität, muss mal gucken, ob ich das vielleicht noch besser hinbekomme. Ansonsten, wir sehen uns dann, denke ich mal, in 2 Tagen. Da kommt dann das nächste Video. Und da findet ihr dann auch immer die Links zu den vorhergehenden Videos unten in der Videobeschreibung. Habt noch einen schönen Sonntag. Tschüss.